Was passiert eigentlich im Schutzdienst im IGP-Sport? Im Prinzip arbeitet der Hund für sein Spielzeug. Das heißt, den Beißarm des Helfers sieht er als sein Spielzeug an. Alle anderen Übungen drumherum sind einfach nur antrainiertes Verhalten und haben nichts mit Aggression zu tun. Ab wann man mit Schutzdienst starten kann? Theoretisch, sobald der Zahnwechsel durch ist, kann man die ersten Übungen machen. Die volle Belastung sollte man aber erst auf den Hund draufsetzen, wenn er wirklich komplett ausgelastet ist. Und mit welchen Hunden kann man IGP-Sport machen? Theoretisch mit jeder Hunderasse, solange es die Gesundheit zulässt. Eine wichtige Grundvoraussetzung sollte es auch sein, dass der Hund sein Spielzeug mag. Zieht man sich mit dem Schutzdienst aber keine private Waffe heran? Nein, die Hunde haben nur gelernt, in den Beißarm zu beißen, weil das ihr Spielzeug ist. Es gibt keinerlei Aggression dem Menschen gegenüber. Im Gegenteil, Schutzhunde haben eher gelernt, mit hohen Trieblagen umzugehen als vielleicht andere Hunde.